Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex will nach einer starken Vorwoche diesmal nicht so richtig in die Gänge kommen. Gestern rutschte der DAX zeitweise unter die Marke von 14.000 Punkten. Bis zum Handelsende konnte er einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen. Der DAX schloss dann rund 0,3% tiefer bei 14.012 Zählern. Blicken wir direkt an dieser Stelle nach Frankfurt, an die Börse, zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, was können wir uns denn heute vom DAX erwarten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht tatsächlich nach grünen Vorzeichen aus zum Start in diesen neuen Handelstag. Und das ist ja nicht nur der neue Handelstag, sondern auch der viel erwartete Tag des Bund-Länder-Gipfels. Und die große Frage, was hier beim Thema Corona, Lockdown, Lockerungen etc. rauskommt, das ist was, worauf wir natürlich hier sehr genau schauen. Denn dass der Lockdown verlängert wird, davon geht man mittlerweile schon aus. Die Frage ist nur, gibt es Perspektiven, Öffnungsperspektiven für die Zeit danach? Sprich, gibt es schon ein Hauch von Planungssicherheit für die Wirtschaft. Das ist ein Thema, was die Börsen besonders interessieren dürfte. Aber heute Morgen ist man da offensichtlich ein bisschen optimistischer gestimmt. Von der Vorgabenseite her sehen wir viel Grün heute in Asien, besonders deutlich ausgeprägt heute beim Hang Seng, aber auch Shanghai Composite. Ein bisschen unentschlossen ist der Nikkei heute Morgen unterwegs, fast unverändert. Ja, an der Wall Street gestern auch kaum Veränderungen, eher träger Handel. Man freut sich zwar noch auf das billionenschwere angekündigte Konjunkturpaket, aber Experten warnen auch, es könnte zu einer erhöhten Inflation führen. Also auch nicht wirklich so große Anschubhilfe, die es dann gestern von Seiten der Wall Street gab. Ja, und wie gesagt, wir warten auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels heute. Für den Start rechnen wir mit grünen Vorzeichen. Ja, und dann gibt es Zahlen im Laufe des Tages, zum Beispiel Delivery Hero, aber auch heute Abend für uns dann nachbörslich die Zahlen der deutschen Börse. Vielen Dank für den Überblick, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag machen wir natürlich weiter mit der Marktidee. Heute ist dies Gold. Der Goldpreis befindet sich seit August 2020 in einer Korrekturphase. Damals hatte Gold ein Rekordhoch bei 2075 US-Dollar markiert. Zuletzt hatte sich der Kurs von der Unterstützungszone des Verlaufstiefs entfernt. Damit rückt jetzt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Ein Anstieg darüber würde ein kurzfristiges bullisches Signal bedeuten. Weitere Details dazu entnehmen Sie einer ausführlichen Chartanalyse und die gibt es natürlich unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.